So, die letzte Folge beginnt mit dem Nachkommentieren. Dann haben wir es auch endlich hinter uns. Wie heißt er nochmal? Dingser, Fee hier, bequatscht uns nochmal irgendwelche blöden Sachen. Ich glaube, das sagt ihr doch jedes Mal, wenn wir eine Boss holen oder so. Jetzt beginnt das schlimme Rätsel, was ich total grauenhaft finde. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt das jetzt hier irgendwie nachkommentieren soll. Keine Ahnung, ich rede mal von was anderen. Also das war echt schrecklich, also da habe ich echt Probleme gehabt und das ist auch total nervig. Ich weiß nicht, warum sie sowas eingefügt haben. Das mag bei manchen Sachen ganz witzig sein, aber bei bestimmten Sachen wie hier nervt es einfach. Es ist einfach nur nervig, jetzt mal ehrlich. Also wen macht das Spaß? Also puzzeln tue ich auch ganz gerne, aber nicht, wenn ich einen Boss bekämpfen will und endlich mal vorankommen will. Besonders nervig war einfach, dass sich alles total ähnlich aussieht und ich bis heute nicht, also ich habe einfach rumgefummelt, irgendwann ging's dann. Und irgendwann biegt man sich den Arm so dermaßen kaputt, dass es einfach nur noch wehtut. Aber da lassen wir das mal. Ich kann ja von Endgegner ein bisschen erzählen. Das war nämlich auch so eine ziemlich blöde Sache. Beim ersten Mal, wo es noch blind war, hatte ich glaube ich voll Energie gehabt aus irgendwelchen Gründen, aber ich hatte keinen Trank, keine Fee, gar nichts mehr. Wobei der Tempel mich an so schon ziemlich mitgenommen hatte beim ersten Mal, muss ich sagen. Hab ich mir gedacht, nee, das kann ich nicht antun, da verliere ich den Kampf. Die ersten zwei Endgegner waren jetzt nicht... Oh, ich bin schon fertig. Waren jetzt, besonders der erste Endgegner hat mich schon ziemlich geschafft, war echt überrascht über die Schwierigkeit, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen Zelda-Spielen. Hab mir gedacht, komm, fliegen wir extra nach Wolkenhort, hab mir dann zwei Flaschen gekauft, zwei Tränke gekauft, das hat, glaube ich, nochmal 3 Minuten länger gedauert. Dachte mir, ja, jetzt kann nichts passieren, jetzt kann ich einen ehrlichen Kampf machen und so. Wurde aber vom Gegner total enttäuscht, muss ich sagen, auch vom Aussehen des Gegners, ich wusste es erst später, also jetzt weiß ich erst hinterher, dass es der Trailer ist, den ich mir nie angeschaut habe, also der Endgegner ist, der jetzt im Trailer vorkommt. Dachte mir, weil wir in der Vergangenheit sind, dass es irgendwie so ein Roboter sein könnte. Würde ja auch Sinn ergeben, weil hier viele Roboter rumgehaust haben. Aber weil hier wieder die Gegenwart ist, dachte ich mir, nee, ein Roboter kann nicht sein. Was ist es dann? Ich habe mich schon gedacht, habe mich schon gefreut, dass wir irgendwas mit dem Sand super Sog-Krug machen dürfen, aber... Naja, aber insgesamt war ich vom Boss einfach enttäuscht, weil er einfach nur unglaublich einfach ist. Der sieht so ganz schick aus, aber dieser Skorpion, der kann wirklich echt gar nichts, wollte ich mal sagen. Das ist einer der einfachsten Endgegner, die ich je hatte, muss ich echt sagen. Ich war echt überrascht, dass dieser Endgegner nicht als der erste Endgegner so als Einspielung gedacht wurde, weil ich war echt total überrascht. Die einzige Schwierigkeit bei mir war, dass ich nicht kapiert habe, dass dieser Treffer, den ich hinzufüge, indem ich seine Cloud anziehe, wirkliche Treffer waren. Denn man muss den, glaube ich, 10 oder gefühlte 10 Mal treffen, bis dieser Arm abfliegt und... Nachdem ich den 3 mal oder 5 mal getroffen habe, dachte ich mir, nee, das kann nicht sein. Und hier spiele ich nochmal nach, was ich beim ersten Mal gemacht habe, also das ist total Quatsch, was ich mache. Nachdem ich dann 5 mal getroffen habe, beide Arme getroffen habe, dachte ich mir, nee, das kann nicht die Lösung sein. Hab dann versucht, mit dem Sand ein Loch zu machen, wo dann irgendwie ein Puddel fehlt. Das hat auch nicht geklappt. Dann bin ich gefühlte Stunden im Kreis rumgelaufen und habe zwischendurch immer auf diese Klauen draufgehauen. Dachte mir, hey, was soll ich machen? Bis dann genug Treffer drauf war und dieser Arm abflog. Und wie man hier sieht, ist dieser Skorpion nicht gerade aktiv, zwischendurch schlägt er mal mit seinen Greifen zu. Den bin ich jetzt nicht ausgewichen, aber den kann man relativ gut ausweichen. Und wie man hier sieht, irgendwann fliegt dann der Arm ab, dachte ich mir erstmal, yo, das hätte man ja eher sagen können. Also ich hatte einfach nicht den Eindruck, dass das ein Treffer ist, deswegen habe ich einfach aufgehört damit. Und das war eigentlich mein eigentlicher Fehler, weil dieser Endgegner ist wirklich einfach, denn nachdem man diese zwei Arme weg sind, hat man ungefähr schon 60% des Kampfes schon hinter sich. Und das fand ich schon als dritten Endgegner, nachdem die anderen zwei schon ein bisschen... spektakulärer waren, fand ich dann schon ein bisschen irritierend. Es gab ein paar Stellen im Tempel, wo die schon ein bisschen irritierend waren. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt, oder? Keine Ahnung, ist auch egal, wenn ich... Scheißegal, irgendwann werde ich es erwähnen. Na, irgendwann werde ich das nochmal... Let's Play, werde ich dann auch drauf nochmal zurückkommen, denke ich mal. Ja, man schlägt dann endlos da drauf, bis der zweite weg ist. Und dann denkt man, boah, jetzt flippt der voll aus. Und sein Schwanz würde endlich mal ein bisschen eingreifen. Ich glaube, der Schwanz macht kaum etwas. Ich dachte... Der würde richtig Amok laufen, aber sein Schwanz macht einfach gar nichts. Der bleibt irgendwie... Der macht nichts. Und, man sieht, der buddelt sich ein. Man kann ihn dann rausholen mit diesem Sandkrug, was auch nicht so toll ist, weil ich glaube, der macht auch gar nichts, wenn er eingebuddelt ist. Zumindest habe ich mich noch nie irgendwie treffen lassen von dem. Der bleibt einfach eingebuddelt. Eigentlich auch relativ passiv ist und nicht gerade bedrohlich ist. Und ich glaube, nachdem man den zweimal rausgeholt hat, dürfte man schon genug Treffer... Kann man, glaube ich, schon genug Treffer drauf haben. Warum der jetzt hier so hartnäckig ist und nicht rauskommt, weiß ich nicht. So, nach ein paar Treffer ins Auge ist, glaube ich, der Kampf auch schon vorbei. Ja, ist der Kampf schon vorbei und beim ersten Mal dachte ich mir, habe ich schon fast, ja, ich habe nicht geschrien, aber ich habe mich echt gewundert, dachte mir, was war's das und so. Ich bin extra zum Wolkenhort geflogen, habe mir 2 Flaschen gekauft und so, weil ich dachte, es kommt voll der harte Boss und so, aber dann kam der und dachte mir, da habe ich mich einfach nur verarscht gefühlt.
Weil der ist ja wirklich. Ich weiß, vielleicht kommt der nur mir einfach vor, aber ich fand den jetzt nicht so die harte Bedrohung. Keine Ahnung, aber jedenfalls, als ich das Herzl gesehen habe, den Herzcontainer gesehen habe, war ich mir relativ sicher, okay, das war's wirklich. Naja. So, was jetzt kommt, haut das Ganze noch ein bisschen raus. Es kommt eine ziemlich coole Cutscene. Da habe ich beim ersten Mal nichts zu gesagt, weil ich einfach überrascht war von dieser Cutscene. Beim zweiten Mal hatte ich einfach nichts mehr dazu gesagt, weil ich keinen Bock mehr hatte. Beim dritten Mal jetzt werde ich auch nichts mehr dazu sagen, weil ich jetzt auch irgendwie keine Lust mehr habe beim dritten Mal. Und ich werde diese Cutscene einfach nur schlecht machen. Und deswegen werde ich dazu gleich nichts sagen. Einfach gleich mal die ersten Minuten einfach nur still sein. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr auch jetzt schon abschalten. So, jetzt haben wir einen Herzcontainer gehabt und dann bin ich hier noch beim ersten Mal rumgelaufen und dachte mir, ha, das sieht aus wie ein Bahnhof, wie ich fand. Das finde ich immer noch. Er hat ein bisschen was von einem Bahnhof, dass hier so die Schienen sind und da die Waggons sind und alles. Und das kennt man ja von Thomas, die Lokomotive, wo der sich so dreht und so. Ich weiß, hatte ich so irgendwie sowas in Erinnerung. Ja, jetzt kommt auch ein ziemlich cooler Raum, wo ich auch beim ersten Mal relativ ruhig war, weil auch es ist einfach nur totenstill da drin und das sieht einfach, okay, mit meiner Videoqualität sieht es nicht mehr so toll aus, muss ich sagen, aber in echt auf dem Fernseher sieht es bedeutend cooler aus und ich würde sagen, ich bin jetzt auch mal ein bisschen ruhiger und ihr könnt euch, wenn euch die Bilder wirklich gefallen, dann könnt ihr euch die anschauen, wenn nicht, dann nicht, dann eben nicht. Sind nicht die schönsten Bilder mit meiner schönen Aufnahmequalität, aber ja, wie gesagt, sieht auch so ganz schick aus, finde ich. Also, bis gleich. Hey!
So, das war's auch und ich weiß gar nicht, weil ich es noch. Also das Video geht bei mir noch 5 Minuten. Ich weiß gar nicht, weil ich in der Zeit noch. Ich glaube, ich bin zurückgelaufen, hab gespeichert, das war's. Ja, also, das war, fand ich, das war für mich sehr überraschend, dass das jetzt noch alles ein bisschen, ja, so ein bisschen gekracht hat, sage ich mal. Habe ich nie mit gerechnet. Ja, und dann steht Link wieder alleine da und die Zelda ist wieder. Ja, entkommen hört sich jetzt fies an, aber. Er hat sie ihm noch nicht eingeholt, was auch ein bisschen. Hat schon ein bisschen was Trauriges an sich, ne? Link rennt ja immer stundenlang hinter ihr her und sie entkommt immer irgendwie im letzten Moment hier durch ein komisches Irgendwas-Portal. Und ja. Sag beim nächsten Mal was zu, würde ich sagen. Jetzt, genau, ich habe noch mit den Goron hier geredet. Und, dann bin ich, genau, beim ersten Mal bin ich auch noch genau denselben Weg zurückgegangen. Hab erstmal Probleme gehabt, den wieder zu finden, weil ich erstmal Probleme hatte, den Weg zu finden. Und ich würde sagen, jetzt zu den letzten 4 Minuten, da bleibt einem gar nichts mehr so wirklich viel. Was soll man hier noch erzählen? Also, hier ist eigentlich schon gar nichts mehr. Was mache ich hier eigentlich? Ich springe da jetzt da rum und so. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich glaube, ich erzähle, glaube ich, irgendwas, aber zu lange, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt so gesagt habe. So, man kann nämlich hier entlang nochmal ein bisschen umständlich wieder zurück. Indem man hier irgendwo oben diesen Kristall aktiviert. Wo ist er denn? Da oben ist er. Damit kann man dann nochmal zurückfahren. Ah, genau, da ist mir beim ersten Mal, so wie beim zweiten Mal, das hier passiert, dass ich da voreilig reingestiegen bin und das Ding jetzt nicht so weit gefahren ist, wie wir jetzt sehen werden. Man sieht sogar schon links, ne? Und ich habe das voll gar nicht gesehen und dachte mir so, blöm, voll verkackt. Ja, und dann aktiviert man eben den richtigen. Ich glaube, den anderen braucht man gar nicht aktivieren. Naja, egal, habe ich. Also, ist schon irgendwie doof, wenn ich so sehe, dass ich dieselben Fehler noch einmal mache in so kurzer Zeit. Ist eigentlich kein gutes Zeichen, oder? Trotzdem würde ich mich als lernfähig bezeichnen. Denk mal, ein drittes Mal würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Puh, jetzt lehne ich mich, glaube ich, weit aus dem Fenster mit dieser Behauptung, aber. Mal. Genießen noch ein bisschen die Aussicht und hier ist schon die Endstation, dann laufen wir noch ein bisschen zurück. Ja, was gibt es jetzt noch zum Schluss zu sagen? Die letzten 3 Minuten sind es noch ungefähr. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, aber. Was mache ich denn hier so lange da? Bis ich weiß gar nicht, was ich da so lange gemacht habe. Ah ja, genau, das war auch komisch. Jetzt stehen da so riesige, fette Goblins und Moblins und Gnome anderer Art und das ist ein bisschen komisch. Also ich weiß nicht, was das darstellt, aber der ist ziemlich fett. Keine Ahnung, was er hier zu suchen hat. Ich kann mich nur erinnern, dass die Roboter von diesen roten Männern erzählt hat und ich dachte, die meinen diese kleinen, aber der ist ja voll fett. Man sieht den da oben rechts gleich, da glaube ich gleich hinlegen. Ich weiß nicht, was ich mit der Karte da zu suchen habe. Was mache ich denn da die ganze Zeit? Jetzt habe ich 3 Mal auf die Karte geschaut. Ja, einmal für die Blöden nochmal, dass da jetzt ist, markiere ich das auch noch. Ist das geil. Ja, okay, hab's doch nicht markiert. Ah, ich guck nochmal auf die Karte. Ja, wenn doch, warum denn nicht nochmal? Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade gemacht habe. Ja, dieser fette Goblin, der sieht da ziemlich brutal aus. Und ich hab keine Ahnung, was er zu suchen hat. Der links ist noch einer, da ist so ein blauer. Die sehen alle ein bisschen bedrohlich aus. Ein bisschen stärker, als die wir sonst vorher hatten. Aber ich hatte sowieso vor, mal bald. Also, ich habe mal behauptet, dass ich das Spiel schnell durchspielen wollte. Aber ich glaube, nee, das ist auch ein bisschen doof. Ich wollte mal demnächst mal so eine Session machen, wo ich ein bisschen, ja nicht questen, aber mich ein bisschen umschaue. Und ich glaube jetzt, jetzt kommt nichts mehr. Jetzt erzähle ich eigentlich jetzt nur noch irgendwas. Ich glaube, ich habe mich, glaube ich, entschuldigt für diese Fehler. Das werde ich gleich auch nochmal machen müssen. Und das ist ganz interessant mit der Spielzeit. Aber also ich glaube, beim ersten Mal habe ich 18 Stunden noch irgendwas, 18 Stunden und 40 Minuten. Jetzt war ich schon 2 Stunden schneller. Das ist doch schon mal was. Und ja, genau, es dauert immer noch eine Minute dauert es ungefähr. Dann bin ich hier erstmal erlöst, sage ich mal. Nachkommentieren war, also ich habe vorhin gesagt, es macht mir Spaß, jetzt irgendwie nicht mehr, weil das kommt irgendwie auf die Stelle an. Wenn es immer was zu sehen gibt, dann kann man auch irgendwas dazu sagen. Wenn nicht, dann ist es auch irgendwie ein bisschen schwierig. Jetzt zum Beispiel. So, die letzte halbe irgendwas Sekunden brechen an. Ich würde sagen, ja, ich muss mich dafür entschuldigen. Das ist ja drunter und drüber gelaufen. Aber wahrscheinlich wird es mich wahrscheinlich mehr. Ich glaube, es ärgert mich mehr als euch, denke ich. Denn, ja, ich habe versucht, also ich habe noch versucht, hier nochmal zu retten. Drittes Mal nachspielen war mir auch ganz so blöd. Und, ach, es ist einfach nur so ärgerlich. Es war einfach nur so. Es gab so schöne Momente beim ersten Mal, die sind jetzt für immer weg und das ärgert mich ein bisschen. Und
Also die abschließenden Worte sind von mir einfach nur, tut mir leid und ich hoffe einfach nur, dass ich euch irgendwie damit noch irgendwie, ja nicht unterhalten kann, aber irgendwie noch ein bisschen Spaß bereitet habe. Das ist so mein Ziel, deswegen mache ich mir auch die ganze Arbeit hier und so, die letzten Sekunden rauf und an, deswegen würde ich sagen, bis bald, tschüss. Tschüss, beim nächsten Mal wieder live und übers Hügelhain, also tschüss.